Jetzt hinterlässt ihr uns auch noch Sprachnachrichten? Schrecklich. Ja, den kennen wir schon. Wir haben einen verpassten Anruf. Klingelingeling! Mir fiel gerade ein, wann es zum ersten Mal passiert ist. Es war etwa 6 Monate, nachdem du mich auf dem Dach der Anstalt zurückgelassen hast. Während meine Knochen wieder zusammenwuchsen, hatte ich eine Menge Zeit zum Nachdenken. Wie hält man etwas vor dem größten Detektiv der ganzen Welt geheim? Kennst du die Antwort? Ganz einfach. Man platziert es direkt vor ihm. Direkt unter seiner spitzen Nase. Und dann wartet man. Ja, aber was hast du vor uns versteckt? Dass du krank bist? Das weiß jeder. Dass du nicht krank bist? Keine Ahnung. Ein Double. Da hat er recht. Willkommen am Wer hätte das sagen? Die Marionette oder der Puppenspieler? Wir legen allen Besuchern einen Abstecher ins Wasserobservatorium nahe, wo wir unsere neueste Attraktion Gefahren aus der Tiefe zeigen. Dinosaurier! Alle Besucher mit regulären oder ermäßigten Eintrittskarten bekommen in der nahegelegenen Wasserobservatorium. Eine Riddler-Trophäe! Mit Vergnügen. Nichts sagen. Haben wir was gefragt? Pinguin weiß, wer ihr seid. Er will nur, dass wir euch eine Lektion erteilen. Fahrt zur Hölle! Ich sagte, dass ich euch nichts verrate. Ich hab gehofft, dass du das sagst. Hey, sollen wir dich aufschlitzen? Die haben Geiseln. Er trägt Körperpanzerung. Ich muss eine Reihe von schnellen, konzentrierten Angriffen ausführen, um seine Abwehr zu durchbrechen. Ja, das wird kein Problem sein. Eine nach dem... Vorsicht, die Fledermaus! Du solltest vielleicht... Na, ja, bist du auch wirklich ein Cop? Sie sind in Sicherheit, vorerst. Gott sei Dank. Vielleicht sollten Sie ihm erst danken, wenn Sie meine Frage beantwortet haben. Wer sind Sie? Sorry, Mann. Ich bin Bulle. Gordon hat uns geschickt. Ich gehöre zum 13. Bezirk, zum Einsatzkommando. Bin von Anfang an hier gewesen. Wenn Gordon Sie geschickt hat, kennen Sie den Code? Ja, ja. Er sagte... Oh Mann, wie war der? Der Code. Sofort. Sarah. Wir sollten Ihnen sagen, der Code sei Sarah. Sie sind in Sicherheit, Officer. Jones, Batman. Elvis Jones. Gordon sagte, dass er mit dem Gedanken spielen würde, Ihr Team reinzuschicken. Er wollte wissen, was hier vor sich geht. Schätze, jetzt wissen wir es. Wir waren zu 10. Hoffentlich sind wir es immer noch. Ich sagte Gordon, dass es zu gefährlich sei, Sie reinzuschicken. Warten Sie. Wenn der Rest Ihrer Gruppe lebt, finde ich sie. Batman hat einen schnellen Bartwuchs, fällt mir gerade auf. Zum Anfang des Spiels, da war er noch glatt rasiert und jetzt hat er so ein paar Stoppeln. Das ist fast schon so schlimm wie meiner. Ach, okay, ganz so schlimm ist meiner nicht. Jim Gordon. Ja, ganz schön alt geworden. James W. Gordon, Polizeichef. Polizeichef James W. Gordon hat seine Karriere in den Kampf gegen die Korruption im Gotham City Police Department gewidmet. Genauso hart wie gegen die Korruption ging er gegen das Verbrechen vor. Sein Ziel ist es, Gotham City für all seine Bewohner zu einem sicheren Ort zu machen. Dabei kann er sich auf die Mithilfe eines geheimnisvollen Mitstreiters namens Batman verlassen.
Dadurch, dass Bürgermeister Sharp Arkham City ins Leben gerufen und die meisten Aufgaben im Sicherheitsbereich an Tigerwachen übertragen hat, wurde Gordon immer mehr in den Hintergrund gedrängt. Trotzdem ist er noch stets ein Verbündeter von Batman. Erfahrener Polizist, ausgebildeter Kriminologe, geübt im Kampf Mann gegen Mann, ausgezeichneter Schütze. Ja, man kommt nicht so weit wie er ohne Erfahrung. Hier. Aha. Rätsel gelöst. Narbengesicht. Scarface. Die erste Scarface-Puppe wurde aus einem alten Galgen des Blackgate-Gefängnisses geschnitzt. Irgendwann fiel sie in die Hände des duckmäuserischen Arnold Wesker, der seinen Mafia-Clan enttäuscht hatte, weil er sich mehr für Bauchrednerei als für Waffen interessierte. In Weskers Händen wurde Scarface zum seltsamen Mafia-Boss, bis Wesker eines Tages in der Anstalt von Arkham eingesperrt wurde. Ohne seine geliebte Puppe. Wesker musste improvisieren und erschuf mit Hilfe von allem, was er finden konnte, einen neuen Scarface. Einen, der nach Weskers Abreise aus der Anstalt stumm blieb. Als Joker Arkham übernahm, fand er die Puppe und begann sie zu mögen. Scarface bekam eine grelle Lackierung, eine neue Stimme, ein krankes Lachen und einen kranken Sinn für Humor. Das ist nur eine Puppe. Das wollte ich so nicht. Schickt halt die Jungs nicht hier rein, Harvey. Ich schneide die sonst in zwei Hälften. Das dürfte dir vermutlich sogar gefallen, oder? Vermutlich. Nicht. Ein Seestern. Ein Fossil. Da steht doch bestimmt drauf, was das ist, oder? Sanity Fighting the Madness. Also das ist nicht... Das ist nicht die Vernunft, die den Wahnsinn bekämpft. Das ist... Na du? Danke für die Hilfe vorhin. Hoffentlich kannst du für den Rest der Jungs das Gleiche tun. Was bist du denn für eine... Die kommt mir bekannt vor. Dass mir ihr Pyjama gefällt. Die kommt mir tatsächlich bekannt vor. Allerdings in Rot. Na, dieses kleine Biest ist wirklich ein Rätsel. Wo kommt sie her? Wie hat sie 8 meiner Männer töten können, bevor wir sie erwischt und bewusstlos geschlagen haben? Ich weiß nicht. Und was haben wir hier? Ein Vögelchen hat mir verraten, dass Bruce Wayne schon bald zu meiner Sammlung gehört. Ein Vögelchen. Wenn ich einen reichen Jungen in die Finger bekomme, räche ich mich für das, was seine Familie meiner Hand getan hat. Nichts. Vollidiot. Diesmal geht der Witz definitiv auf die Kosten der Verlierer. Was muss ich machen, damit du aufhörst, diese Spinner zu mir zu schicken, Joker? Dich umlegen? Ja, der würde da super reinpassen. Eine Zeigerwache? You strange, watching you. Ja, sicher. Ein Jammer, dass er trotzdem nicht gesehen hat, wie wir seine Tigerwachen mit Eisenstangen und Schweißbrennern bearbeitet haben. Hier ist irgendwer Oh, Victor Sass. Oh Mann. Pinguin, kannst du nicht mehr auf deine Ausstellungsstücke auch achten? Was? Der ist es. Voll Idiot. Was haben wir hier noch? Ah ja. Natürlich. Das wird die Krönung meiner Sammlung sein. Demnächst. Batman. Mhm.
die wird wohl ewig leer bleiben. Gut. Was haben wir hier oben? Irgendein Lüftungsschacht wieder. Lüftungsschächte sind immer gut. Na komm. Na toll. Ein Geschütz. Und ein Pinguin. Drei Pinguine zerstört. Ach, da sind noch mehr Ausstellungsstücke. Da oben. Kann das sein? Alle Besucher mit Regulierung. Hallo Insekten. Ganz besondere Angebote. Ja, lauter Insekten. Huch. Was ist das denn für eine riesige Brüche gewandt? Komisch, irgendwelche Kisten hinter der Wand. Sehr seltsam. Runter. Ach, verdammt. Wo ist der? Ach, da hinten. Ein Glück haben wir die Distanz erhöht. Oder die Distanzhecken freigeschaltet. Trias. Triassisch. Ach, das sagt mir jetzt nichts. New Recruits, this way. Aha. Ich kann einen ferngesteuerten Batarang benutzen, um Schalter außer Reichweite umzulegen. Die Steuerung ist umgekehrt. Ja, invertiert. Verdammt. Was soll das denn? Wollen die Optionen gehen. Ist ja unglaublich. Battering Flugsteuerung umkehren. Welche Trophäen? Aber da können wir nicht hoch. Also wahrscheinlich irgendwie schon, aber ich wüsste jetzt nicht wie. Noch mehr Ausstellungsstücke. Nichts drin. Auch hier nichts drin. Schade. Sehr schade. Schlange. Ein Pinguin und zwei Menschen. Die Coverbots 4 von 5. Moment. Wir haben 1 von 5, wir fehlen uns 2 von 5 und 3 von 5. Dann lese ich 4 von 5 nicht vor. Ich habe es ja kurz gezeigt gehabt. Glaube ich. Hallo Leute! Hilf mir! Das würde ich an deiner Stelle nicht tun. Zeig ihm, wen wir hier haben. Und Batman? Suchst du die Bullen? Den Eismann? Oder mich? Ich bin nur wegen Freeze und den Geiseln gekommen. Aber jetzt werde ich mich auch um dich kümmern. Oh, du jagst uns vielleicht Angst ein.
Dir wird dein Lachen gleich vergehen. Ach was, echt? Hört zu, man könnte mich einen Sammler nennen. Ich liebe es, das zu besitzen, was andere begehren. Und was ich nicht habe, das hole ich. Okay, es ist so. Ich habe da hinten einen Schaukasten mit deinem Namen drauf, der nur gefüllt werden müsste. Und wie es das Schicksal so will, stehst du gerade genau da, wo ich dich haben wollte. Also, was sagst du? Wirst du jetzt ein braver Junge sein und dich fein ergeben? Du wirst hier niemandem mehr Befehle erteilen, Cobblepot. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Sieh dich um. Dieser Haufen von Psychopathen bettelt nur darum, sich mir anschließen zu dürfen. Aber bedauerlicherweise nehme ich nur die Allerbesten. Und heute wird der Beste derjenige sein, der dich tötet. Kommt raus, Jungs! Zeit für die Aufnahme. Für den arbeiten die? Noch? Verletzt ihn! Verletzt ihn? Das ist so niedlich. Gib mir mal deine Waffe hier. Wenn wir mit dir fertig sind, erkenne ich nicht mal mehr deine Mutter. Arkham City wird das Letzte sein, was du siehst. Erstmal die ganzen Waffen ausschalten. Oder zerstören. Okay, keine Waffen mehr übrig. Ob wir langsam wieder Rüstung brauchen? Das hättest du nicht tun sollen, Batman! Du zwingst dich dazu, die großen Kaliber aufzufahren! Oh. Wo kommt mit der denn her? Er freut sich offenbar nicht, dich zu sehen, Batman. Viel Glück! Ja, verdammt, das funktioniert nicht mehr. Irgendwie nicht reagiert oder ich habe zu wenig Tasten. Jemand Interesse an einem gebrauchten Batsuit? Das Blut geht sicher ab. Nein.
tut's nicht. Das bleibt da drauf. Nur Alfred weiß, wie man Blut aus dem Badsuit rauskriegt.